Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU, hier zum Testbericht der Cockpit SX 9 aus dem Hause Multiplex Modellsport. Im Design hat Multiplex große Schritte gemacht in der letzten Zeit. Und zwar, wir kennen das ja hier mit der Profi TX. Die hat ja in der Hardware einen großen Sprung gemacht. Sie hat ja diese IoAT-Antenne, diese Kugel. Ja? Und bei den Stabantennen haben wir ja die Kugel nicht und damit mit der Kugel haben wir eine wesentlich bessere Feldstärke und auch damit Empfang und auch Sende. Und wir haben auch die Knüppel, die sind hier drehbar und in der Profi TX und diese Kugel, vierfach kugelgelagerten Sticks sind wirklich sehr gute Aggregate. Und diese sind hier in der Cockpit SX auch eingebaut. So, jetzt haben wir sie vor uns liegen. Ich öffne mal den Karton. Und zwar ist das die SX9. 9 wird geliefert mit, könnt ihr haben, mit Empfänger und ohne Empfänger. Ich empfehle immer mit Empfänger, weil dann habt ihr wieder einen Empfänger dazu. Das ist besser. Auf jeden Fall ist das ein 9-Kanal-Empfänger. Hier haben wir für den Trageriemen, der hier in der Mitte befestigt wird, den Aufnehmer. Die Cockpit SX9 selbst auch. Schick im Design, ein USB-Kabel und Literatur, die übliche Literatur. Bedienungsanleitung im Schnellgang. Aber dafür machen wir auch den Testbericht, damit das ein bisschen besprochen wird, was normalerweise keine Bedienungsanleitung so in dieser Tiefe jetzt auch direkt erklären kann. Aber wir überfliegen das alles so ein bisschen, damit ihr jetzt seht, wie die SX funktioniert. Sie hat das typische SX, also Cockpit SX Konzept übernommen, dass alle Schalter im Grunde genommen schon ziemlich vorbelegt sind. Ja? Und die Knüppel wissen wir. Dann haben wir hier unten drunter noch zwei Walzen. Die eine ist für Spoiler und für den Throttle Limit, also für den Gaslimiter. Dann haben wir hier Flap und AUX 1. Dann haben wir an der Seite den Kombi-Switch oder Autorotation. Dann haben wir Teacher- und Vario-Ansage, wobei bei dieser Teacher-Funktion will ich noch dazu sagen, das ist auch eine schöne Novität, man kann fliegen als Lehrer und wenn der Schüler jetzt einen Murks macht und dann kurz vom Boden, dann greift man einfach rein in den Knüppel und schon läuft es. Man muss nicht mehr drauf tippen, um Lehrer zu sein. Man hat ihn sofort wieder im Griff, dann drückt man drauf, zack, und dann ist der Lehrer-Schüler-Betrieb wieder beim Schüler. Und sobald er wieder Mist macht, greifen wir einfach nur die Knüppel ein. Das finde ich eine schöne Erneuerung. Dual Rate ist vorbelegt, dann haben wir den AUX 3, AUX 4. Dann haben wir den Snap-Schalter, der ist auch vorbelegt für die entsprechende Funktion für Querruder und Höhenruder, wenn ich zusammengemischt beim Segler. Dann haben wir hier einen T-Cut, das ist der Throttle-Cut, also der Notausschalter für Gas und die Flugphasenschalter. Batterieanzeige und die zweite Batterieanzeige kennen wir ja, die werden über die Telemetrie dann entsprechend dann auch angezeigt. So, und dann haben wir die Trimkleber hier unten, fertig. Schön ist es hier unten drunter noch zu wissen, wir haben den USB-Stecker hier zum Laden, wir haben eine Ohrhörer Ausgangsbuchse. Und wir haben hier einen kleinen Stift, mit dem wir zum Beispiel, jetzt zeige ich euch das mal, hier habe ich das schon für mich, ich habe das schon mal ausgepackt, logisch, habe ich reingeguckt, ne? Schon mal auf meinen Modus umgeschaltet. Ich mache das mal rückgängig und zwar gehe ich jetzt rein und drehe den einfach die Neutralisierung raus. So, und dann hole ich die Ratsche raus. Und schon ist das Leben schön, jetzt neutralisieren die wieder. Also es geht sehr schnell. Ich mache es wieder umgekehrt. Ich drehe jetzt hier das so. Dann ist dieser lummelig. Jetzt kann ich sagen, okay, Ratsche oder Bremse. Eben hatte ich ja Ratsche, jetzt mache ich mal die Bremse rein. Jetzt drehe ich die Bremse. Ja, das ist mir jetzt zu stramm. Ein bisschen. So, jetzt habe ich eine schöne Bremse. Seht ihr, schon habe ich meinen Mode 1 fast schon eingestellt. Also, seht ihr, schick einfach. Und wenn wir auf dem Daumen drauf bleiben und fliegen, können wir hier unten schön bedienen. Wir können gleich hier oben dran und hier entsprechend
Wir kommen überall ran. Also ergonomisch macht das Ding schon Spaß. Was kann man noch beobachten? Schaut mal genau hin. Seht ihr, der ist leicht konisch. So und so. Und die Achse der Knüppel gehen auch in diese Richtung. Das hat damit zu tun, das probiert mal selbst, wenn ihr die Hand so runterhaltet, die ist immer ein bisschen geneigt, um die entspannte Lage zu haben. Nicht so, ja, das ist ein bisschen anstrengend, dann tut es ja auf die Dauer hier unten in den Muskeln weh. Nein, leichte Neigung und schon ist entspannt. Und das leichte Neigen haben wir hier auch. Und schon ist schön. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wenn ich das gewohnt bin, senkrecht die Knüppel zu fahren, wie ist das denn, wenn ich jetzt hier die Knüppel so halte an dem Handsender? Ja, das ist bei meiner Profi TX kann ich die ja auch drehen. Ja, hab's bloß nicht. Die habe ich jetzt genau, also orthogonal so angeschossen und da ist kein Konus sozusagen drin. Aber brauche ich auch nicht, weil ich ja hier eine Pultanlage habe und meine Handflächen liegen hier auf. Bei dem Handsender hier ist es wirklich ergonomisch schön. Und ich verziehe die auch nicht. Also ich habe am Anfang gedacht, verziehst du die ein bisschen mit so, wenn du nach vorne und nach hinten drückst, ist nicht der Fall. Weil die Daumen fahren genau in diese Richtung. Also folgen hier der ergonomischen Linie der Hand und ich bin völlig entspannt. Er ist sehr leicht, der hat 850 Gramm Gewicht, wird angetrieben mit einer Laufzeit von 24 Stunden über ein 1S Li-Fe 4000 mAh also Akku. Und ja, den kann man laden, wie gesagt, über deinen PC oder Laptop kann es angeschlossen werden oder über ein Ladegerät. Und dann müsst ihr mal gucken, ich glaube, das sind 1500 mA, ist das maximale Ladestrom, was ihr da reinjagen könnt. Das müsst ihr aber nochmal nachlesen in der Bedienungsanleitung. Die habe ich gerade nur überflogen. Ja, so intuitiv läuft das. Ich drücke jetzt mal drauf und dann startet er. Super. Also, jetzt sind wir in den Modus und haben hier vor uns entsprechende Elemente. Neun Bausteine, sage ich sie mal. So, neun Bausteine. Wir haben hier unsere Modelle, die wir wählen können. Ich sage jetzt mal, wir haben hier das Modell Easy und sagen, okay, das nehmen wir. Ja. Oder wir machen jetzt am besten mal einen neuen Vogel auf. Bei Easy, der läuft ohne die Flugphasen, gehen wir gleich mal in das Eingemachte. Dazu hole ich mal hier an der Seite für den TFT-Display, man kann es ja mit den Fingern machen, aber auch hier diesen schönen Zeiger. Gehen wir mal hier rein und sagen, ich möchte ein Acro haben, einen Segler, ein Delta, ein Heli, ein Multicopter. Ich gehe jetzt erstmal auf Segler. Wir kommen später noch auf die Pitch. Prüfen wir die Position aller sicherheitsrelevanten Bedienelemente. Klar. Fahrwerk, müsst ihr jetzt mal gucken, ob es ausgefahren ist, wenn ihr am Boden seid, wenn ich das einfährt, wenn euch die Klappen wegreißt. Gas natürlich auch. Runterfahren, seht ihr, und schon schaltet ihr um. Gehen wir zum Segler. Wir haben die Möglichkeit, hier einen Vierklappensegler oder einen normalen Segler nur mit Querruder und Rückklapper dann einzuarbeiten. Wir sagen, okay, mit V-Leitwerk, ohne V-Leitwerk. Und beim V-Leitwerk gibt es mehrere Varianten. Bis zu 8, die sind voreingestellt, da müsst ihr gucken, wie sich das bewegt. Ne? Also Höhen- oder Seitenruder. Wie arbeitet da das V-Leitwerk in der entsprechenden Variante richtig? Und dann stellt ihr das rein, fertig. So, ich gehe wieder zurück aufs Kreuzleitwerk, gehe weiter, habe die entsprechende Flugphase, sage ich ja, möchte ich haben. Sage, okay, Übergangsphase zwischen den Flugphasen ist bei mir 3 Sekunden. Ja, das heißt von Speedflug auf Normal auf Thermik. Und das soll ja jetzt nicht klack, klack, klack runtergehen, je nachdem ich knüppel, sondern von Speed 1, 2, 3 in die Normallage und dann von Normal in die Thermik 1, 2, 3. Das bewirken wir hier mit diesen entsprechenden 3 Sekunden, die ich dort habe. Gas, Leerlauf in Mitte, nö, brauche ich nicht. Gastrimmung verwenden brauche ich auch nicht. Ambling Fast Response brauche ich auch nicht. Lest noch mal genau nach, was das ist. Und hier haben wir etwas ganz Tolles. Jetzt könnt ihr sagen, okay, hier ist mein Querruder und da ist meine Seitenruder. Nee, ich habe hier mein Querruder und da mein Seitenruder. Da macht ihr euch keine Gedanken, switcht die einfach um, fertig. Habe ich dort die Höhe? Ja. Habe ich da das Gas? Ja. Zur Not könnt ihr hier. Position aller Sicherheitsrelevanten. Zur Not könnt ihr hier das Gas drauflegen.
und dann einfach hier wechseln. Spoiler, so, Gas. Prüfen Sie die Position. So, ne? Logisch? Klar. Jetzt haben wir Binding. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Binding machen, gehen wir hin, nehmen den Empfänger, drücken dort auf Set, schalten den Schalter ein, so damit wir, oder verbinden den LiPo mit dem BIC, dann läuft er dann im Binding-Modus, drückt dann hier auf Binding und dann wird gebunden. Ihr seht hier oben die Leuchte, die blinkt jetzt und dann ist er im Binding-Modus. Dann Reichweitentest, nachdem ihr gebunden habt, geht raus und testet das lieber einmal mehr als einmal zu wenig, diesen Reichweitentest. Ganz einfach, lasst einen Freund daneben stehen, neben der Maschine, der soll sich dann über das Höhenleitwerk so mit den Füßen so seitwärts so stellen, sodass er die Maschine nicht beschädigt, aber auch wenn der Motor losgeht, dass die Motormaschine nicht einfach abhaut oder so. Ne? Oder irgendwie Zicken macht. Dann geht ihr einfach weg in diesen, und wenn ihr so 60 bis 100 Meter erreicht habt, ohne dass das jetzt ein bisschen kritisch wird, also kein Empfang mehr da ist, dann wisst ihr, ihr habt mit der geringen Ausgangsleistung, die ihr zu der normalen, habt ihr auf jeden Fall die volle Reichweite, wenn ihr dann im normalen Modus dann ja, ist. Also wie gesagt, da braucht ihr nur Start drücken, da läuft der Reichweitentest aktiv. Dazu kommt hier oben auch nochmal eine Meldung. Ja, Achtung, bitte jetzt nicht starten, sonst seid ihr nach 60 Meter aus der Reichweite raus. Das ist nur ein Reichweitentest. So, dann macht ihr Stopp, funktioniert alles, Failsafe, könnt ihr auch nochmal testen. Wunderschön. Jetzt haben wir die entsprechenden vorbelegten Elemente da, zum Beispiel Querruder können wir hier haben, Höhenruder. Wo haben wir das denn jetzt hingelegt? Also, hier das Höhenruder, seht ihr. Dann haben wir Seitenruder. Und wenn ihr sagt, okay, Seitenruder stimmt ja gar nicht, dann drücke ich da drauf. Ha, seht ihr, dann habt ihr die Kurve in diese Richtung. Und ja, achtet immer darauf, dass ihr die Servos immer, wenn der Hebel jetzt, nehmen wir mal, das wäre hier, das hier, die Servoebene, dass der Hebel immer senkrecht steht, senkrecht zum Gehäuse, so eingebaut ist und dann, wenn ihr die Bautenzüge oder was auch immer, Seilzüge dort anbindet, dass dieses dann auch ein neutrales Ruder ist. Und dann könnt ihr dann hingehen und mit dem Stick ja, hoch und runter fahren auf die entsprechende Position. Ihr könnt hier drauf gehen, sagen, okay, das ist 0. Oder ihr könnt Plus, Minus, das so einstellen, wie ihr wollt. Also richtig easy to do, die Neutralstellung oder auch die Anschläge selbst. Die könnt ihr dann auch in die Position fahren oder ihr könnt auch den Weg des gesamten Seitenruders reduzieren. So, ne, das wäre natürlich dann sehr wenig Weg. Ja. Ja, verstanden? So, wenig Weg. Und so wäre dann wieder der volle Weg da, wenn man sagt, okay, hier sind es 100. Ne? Ups, was ist da passiert? Da könnt ihr auch Reverse machen. Dann ist das hier unten plus 100. Na? So. 100. Das ist auch eine interessante Sache, ne? Seht ihr, könnt ihr den Weg da hinlegen. Dann öffnet sich das und geht in die andere Richtung. Macht jetzt für Seitenruder keinen Sinn, war ja so ein Experiment eher für mich. So, dann macht ihr hier 100 und sagt jetzt okay, dann stimmt das Leben wieder. Ne? So ist schön. Also, ihr seht, ihr könnt richtig dann rumfummeln, rummachen, bis das Ding stimmt. Wie gesagt, erstens immer das Modell von der Hardware her richtig einstellen, dass die Ruder neutral stehen und dann auch die Servos entsprechend so eingestellt sind und umgekehrt. Zuerst die Servos in die richtige Position bringen, dann die Ruder anbinden, dass sie neutral sind und dann könnt ihr die Feinheiten hier einstellen. So geht ihr dann durch mit allem, was ihr dort habt, fertig. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich habe noch einen Querruder-Mix und die Mixer sind fixiert. Die sind einfach schon fertig für euch da. Sie sind auch flugphasenabhängig. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Querruder-Mix habe und sage, okay, so und so viel sollst du mir jetzt dort darauf mixen und hierauf mixen. Ich drücke einfach auf
Seht ihr, jetzt kommt das wieder, 7 und die 4 hier. Wenn ihr die Flugphasen ändert, und dann müsst ihr die Flugphase genau dort auch wieder entsprechend ändern. So, zurück. Seht ihr, da ist es neutral. Also flugphasenabhängig auch. Und flugphasenabhängig ist auch die Ansage. Welche oben? Keine Ansage bei dieser Flugphase. Oder nur Variometer. Oder nur Ansage. Oder Variometer und Ansage. Bei dem möchte ich ja nicht hören. Und hier habe ich nur Variometer. Also, ihr müsst euch immer dessen bewusst sein, das ist jetzt zum Beispiel das Snap. Ja. Der ist auch vorgelegt, der Schalter. Ja, ihr könnt euch das alles so einmixen, wie ihr wollt. Kombi-Switch, das, was jetzt hier ausgegraut ist, ist natürlich dann nicht für diesen Flugzeugtyp jetzt vorkonfiguriert, braucht ihr auch nicht, wie das V-Leitwerk, braucht ihr beim Kreuzleitwerk nicht. Und Delta Mix natürlich auch nicht, also ist das ausgegraut. Aber wenn die anderen Modelle drin sind, dann ist es so. Ja, sind wir damit fertig, speichern wir ab, ist der Hase gegessen. So, dann haben wir da mal darüber gesprochen, wie das läuft. Dann machen wir mal die Grundeinstellungen. Hier seht ihr Gas auf der rechten oder auf der linken Seite. Ich habe jetzt aber Gas bei mir auf der rechten Seite. So, und hier oben kannst du nochmal den Benutzernamen reinschreiben. Ihr habt die Wahl zwischen Englisch, Deutsch und Französisch. Ihr könnt auch einen Akkualarm angeben, wann es dann rappeln soll. Ruhe. So, wieder zurück. Gehen wir zum Modelltyp. Wissen wir, das ist ein Segler. Wir haben das so eingestellt. Wir haben Modelleinstellungen, Flugphasen verwenden, Gastrimmung, da sind wir schon drüber gewesen. Wir legen jetzt noch einen an und sagen, wir möchten gerne einen Heli anlegen. Wie geht das? Ne? Assistenten, da. Assistenten, suchen wir uns einen Heli aus. Okay, weiter. Prüfen Sie die Position. Machen wir. So, was haben wir? 90 Grad, Flybarless oder ein Rotorkopf Mix 120 Grad. Nehmen wir den mal. Nennen ihn Heli, dann können wir wieder die Flugphasen verwenden. Wir haben den Trim Roll verwenden, den Trim Nick verwenden, den Trim Gear verwenden und M-Link Fast Response. Wir können die Flugphase wieder entsprechend da die Sekunden einstellen, den Gaslimiter verwenden und Gascheck verwenden. Würde ich euch immer empfehlen. Ja? Gaslimiter haben wir hier drunter an dieser Stelle. Da halt, Gaslimiter ist hier. Dann gehen wir weiter. Dann könnt ihr wieder entsprechend einstellen, wo habe ich jetzt meine Kanäle, wo habe ich Pitch, wo habe ich meinen Nick. Ihr könnt das dann ändern, dementsprechend. Dann sagen Binding, Reichweitentest, Failsafe, wie wir es eben auch schon besprochen haben. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel den Kopf. Seht ihr? Ja. Oder, was hochinteressant ist, und das finde ich natürlich sehr cool gelöst. Zurück, 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 zurück. Okay. Klar. So, hier haben wir einen 9-Punkt-Pitch-Goal. Das heißt, wir können die einzelnen Punkte genauso anlegen, wie wir eine Kurve hier brauchen. Sieht ein bisschen fantasiemäßig aus. Ich sage nur, ihr könnt euch, könnt auch mit dem Finger selbst daran gehen so, und diese Kurven selbst erarbeiten. So fliegt ihr gar nicht. So, da könnt ihr eure Pitchkurve selbst anlegen. Das ist sehr wertvoll. Ihr könnt die einzeln nochmal ansprechen, hier die neuen zum Beispiel, und dann könnt ihr die einzeln runterfahren. Oder sagt, okay, ich hätte gerne die 8 und die mache ich die feine Einstellung hier über meine Prozentzahlen. Da könnt ihr die entsprechend machen. Die 4 hochziehen. Ja, dann sagt ihr, macht ihr das überall durch, wo ihr das braucht. Ja, hier haben wir das Gear drin, so. Und dann könnt ihr die entsprechende Dual Rate drauflegen. Das heißt, wir haben hier den Dual Rate Schalter.
geht da drauf und sagt, ich möchte gerne, wenn das Dual Rate 2 ist, möchte ich 50% drauf haben. So, seht ihr? Dann wird der Weg auch kleiner. Und so ist das auch bei den Tragflächen auch zu sehen, wenn ihr Dual Rate einbaut, wird sich dann entsprechend zu deinem Weg 2, das ist der Schalter 2 hier oben, in der Position 2, dann haben wir das Dual Rate entsprechend dort eingestellt. Genauso könnt ihr mit dem Expo machen und wenn ihr hier den Trim macht, seht ihr, könnt ihr den Trim entsprechend da, wird auch akustisch angezeigt. Ja. Schön. Macht ihr dann auch für jede Flugphase, ja, genau dasselbe Spiel. Für jede Flugphase müsst ihr das entsprechend einstellen. Also das ist bei den wirklich komplizierten Teilen. Easy zum Beispiel braucht keine Flugphase. So ist das dann dort auch entsprechend ganz für den Easy-Glider Höhe, Seite, Quer gleich zu machen. Jetzt haben wir die Geberzuordnung, haben wir darüber gesprochen. Man kann jetzt einfach... Prüfen Sie die Position aller sicherheitsrelevanten Bedienelemente. Ja, wissen wir. So. Und dann könnt ihr das einfach hier umschalten. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Dann die Knüppelkalibrierung. Will ich euch nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Es könnte ja mal sein, dass ihr euch ein bisschen unsicher seid, dass die Knüppel nicht richtig kalibriert sind. Dann schaltet ihr das alles auf neutral. Hier unten die Walzen haben so eine kleine Neutral-Ratschenstellung, zack, eingestellt. Dann drückt ihr auf OK. Und jetzt achtet mal bitte hier auf die Corona. Fahrt nach links, dann erleuchtet es wieder. Dreht ihn in die andere Richtung, leuchtet wieder. Macht das mit dem anderen Walzenelement mit dem, jetzt mit dem Knüppel nach vorne, Knüppel nach hinten, Knüppel zur Seite, Knüppel nach rechts, Höhenruder nach hinten, so nach vorne und den Kreuzknüppel Seiten oder rechts und links. Und dann kommt Kalibrierung erfolgreich, schließen und schon ist das Leben schön. Da sind wir soweit durch. Hier kann man die Mixer nochmal entsprechend ansprechen. Wie wir sie eben auch anhatten, dann haben wir jetzt hier die Servoeinstellungen. Seht ihr, das ist dieses Seitenruder, dieses ominöse, das ist natürlich jetzt nichts Richtiges. Ne? So sieht das wieder schön aus. Ne? Dann könnt ihr sagen, okay, Reverse, das ist, ihr habt immer einen direkten Zugriff, und das ist das Schöne, auf die entsprechenden Punkte. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie sieht es in dem Servomonitor aus? Oh ja, da habe ich jetzt das, Querruder. Klar, das läuft auf 1 und 5, laufen meine beiden Querruder, mein Gas läuft auf 2, Höhe auf, die Seitenruder auf 3, Höhe auf 4. Und jetzt laufen auf Kanal 8 und 9 unten die Walze mit und die andere Walze hat 6 und 7. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja jetzt zum Beispiel eine Fahrwerk noch haben oder und so weiter und so fort. Merken wir uns, 6 und 8 wollen wir tauschen. Gehen wir hin, Servozuordnung, 6 ist Flap rechts und links, nö, brauchen wir nicht, haben wir was anderes vor, das haben wir irgendwie beim V-Kabel gelegt oder so. Dann sage ich, ich möchte gerne das auf AUX 3 legen und den anderen Spoiler auf AUX 4, zack. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an, im Servomonitor, wir haben jetzt hier auf 8 und hier haben wir 7 und hier haben wir das auf den Dreiwegschalter gelegt, seht ihr, und das haben wir hier auf den Dreiwegschalter gelegt. Nochmal, hier 6 haben wir jetzt hier oben gelegt und den AUX 4 haben wir den Kanal 9 gelegt und unten die Walzen laufen damit. Seht ihr? So. Und so ist schön. Ja, mehr kann ich euch eigentlich gar nicht sagen. Das ganze System ist so ziemlich rund. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Also in dem Punkt, wo er jetzt 10% Gas gibt, ja, wenn ich hier Gas habe und ich bin über 10%, soll die Motorlaufzeit beginnen. Ja? Zum Beispiel, ich stelle sie mal ein auf sagen wir mal, 8 Minuten. Zack. Wenn ich drüber bin, dann startet der und dann ist er bei aus. Reset. So, zack. Zack. So.
Machen wir Reset. Jetzt läuft er rückwärts und dann erzählt die Dame uns nochmal. Sind wir ganz zurück. Habe ich hier das Gas drauf? Achso, hier das Gas drauf. Wir alles belegen. Also, sobald jetzt die. Ich habe den jetzt hier als Gas definiert, oder? Ja. Dann geht der los und wenn er wieder hinten ist, stoppt er. Das heißt, wenn ich in der Luft jetzt den Motor aus habe, ist natürlich jetzt widersinnig, hier einen Motor drauf zu legen, aber das kann man ja schnell ändern. Gas auf dem rechten Knüppel. So, jetzt haben wir das wieder geändert. Gehen wieder zurück. Und sehen jetzt, wenn wir hier den Gas nach vorne legen, sehen wir auch schön die Anzeige da oben in Prozentzahl und kommen jetzt unter die 10, dann ist auch die Motorlaufzeit wieder reduziert. Das heißt, und stoppt dann. Das heißt, wir kriegen genau unsere Flugzeit des laufenden Motors schön angezeigt und wir wissen, aha, da an dieser Stelle werden wir unseren Depot nicht verbraten, wenn wir eine 8 Minuten Laufzeit haben. Auf jeden Fall nicht so viel verbraucht. Ja, wofür wir das auch sonst benutzen könnten. Wir können auch so einen Schalter legen, wenn wir zum Beispiel Wettbewerbe fliegen und möchten dann und genau dann heruntergesprochen werden. Nämlich die Dame spricht ja mit jemandem. Ja, also mit uns. Dann haben wir eine schöne Wischsache, wenn man drüber geht. Das ist ja ein sogenannter Farb-TFT-Display, Touch-Display. Da kann man es hier wunderbar dann entsprechend einstellen. Wir können hier auch noch mal andere Sachen anzeigen lassen. Ja, das können wir unter den entsprechenden Gebern hier bei den Sensoradressen können wir sagen, okay, ich möchte noch Spannungen drin haben, möchte Strom drin haben. Bei dem anderen möchte ich gerne Temperatur an und mit Ansagen und Variometer haben. Also das volle Programm. Und dann können wir sogar noch, was sehr schön ist, und Zurücksprache Vario. Jetzt haben wir die Vario-Adresse 7 und wir haben die Vario-Lautstärke, die wir abrufen. Und jetzt ist die Sprache der Lautstärke zur Sprache noch einzustellen. Soll die jetzt leiser sein oder soll der Ton vom Vario leiser sein und die Stimme lauter sein? Das können wir dann genau einstellen. Und wir können hier auch mal die Intervall Sensoransage uns einstellen ab 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30, 60 Sekunden, 120, 180 Sekunden. Ja, haben wir das so gemacht, gehen wir zurück. Was hat das für Konsequenzen? Wir haben jetzt hier alles, seht ihr, die ganzen Daten, die wir brauchen, sind jetzt dort auch angezeigt. Sobald wir jetzt natürlich, ne, hier oben Spannung RX, Signalqualität, RX wird immer angezeigt, sobald ich um die Signalqualität und auch die Empfängerspannung wird, Empfängerstrom wird immer angezeigt. Temperatur, Umdrehung, Flughöhe und Vario entsprechend den Sensoren, die ich dort eingebaut habe. Oben, ja, so wird es dann angesagt und wir können es anzeigen lassen, wie gesagt. Tja, schön. Also ich denke, das Konzept der Cockpit SX ist einfach weitergeführt worden, ist auf den Punkt gebracht und in der Ergonometrie und auch in dem Design, wie es jetzt schon mit der Profi TX wir jetzt seit Jahren kennen, einfach eine schöne handliche Sendeanlage gemacht worden, die nicht nur ergonomisch ist, sondern auch im Design wirklich für sich spricht und auch für Multiplex spricht, diesen Weg gegangen zu sein. Es ist sehr easy to use. Es ist ein schönes Touch-Display, was in der Sonne auch scheint, durch die Reflexion, wenn der Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, wenn die Sonne ist, entsteht so eine Art Spiegelreflex von hinten und damit ist die Sache sehr schön ablesbar, so wie wir das da auch von diesen Displays hier auch kennen. Ja? Das ist auch eine gelungene Sache, wenn man in der Sonne fliegt. Tja, mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Es ist wirklich für jemanden, der nicht so oft fliegt oder sagt, ich möchte eine Zweitanlage haben neben der Profi TX oder einer, der viel fliegt, aber sich nicht darum kümmern möchte mit der ganzen Belegung, sondern einfach reingreifen und muss nicht überlegen, aha, wo hatte ich die Belegung, wo ist die Belegung denn eigentlich sonst noch, wo habe ich denn das hingelegt, wo habe ich hier jenes hingelegt. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist alles vorbelegt.
logisch vorbelegt. Es ist auch zu individualisieren in einem kleinen geringen Grade, wie ich es eben mit den Schaltern gezeigt habe. Ja, denke, es ist wirklich ein gelungenes System. Ich bin angenehm überrascht über die Geschwindigkeit hier von dem Display und wie das anspricht. Auch dieses Wischen gefällt mir sehr gut, dann ist man sehr schnell im Thema drin. Man kann auch leicht direkt alles verändern. Man sieht auch die Trim-Einstellungen. Seht ihr jetzt hier unten beim Querruder? So. Man sieht auch die Flugphasen. Also ich bin rundum eigentlich zufrieden. Ja, ihr wisst ja, wir testen ja nur Highlights und das gehört dazu. Dankeschön. Wir werden uns draußen auf dem Flugfeld sehen. Es wird saukalt werden jetzt in der nächsten Zeit. Wir haben jetzt so November und jetzt soll ja der Winter einbrechen. Und dann habe ich auch eine kleine Überraschung für euch. Das wird so Ende November, Anfang Dezember dann auch sein. Und dann wird die Cockpit SX 9 dann live getestet draußen. Und in der Zukunft werde ich da auch das Wingstabi mit anbinden an die Software. Und ihr wisst ja, immer... Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit hier. Ich kann es noch 5 Minuten quatschen, aber ich komme zum Ende. Es ist so... Nach dem Hinweis der freundlichen Dame, dass ich noch 5 Minuten habe, werde ich aber nicht unhöflich sein gegenüber euch und noch länger quatschen. Ich werde einfach nur sagen, wir sind demnächst draußen auf dem Flugplatz, werden ein neues Modell damit dann hier fliegen. Und dann bin ich gespannt, wie das Handling ist. Also das intuitive Handling wird sich ja auch erst dann nicht hier auf dem Tisch, sondern wird sich auch in der Luft dann zeigen. Und ich bin schon jetzt sehr glücklich, weil ich bin dann normalerweise Pultpilot und komme mit einem Schlag, aber auch mit diesem Handsender sehr gut zurecht. Er liegt gut in der Hand. Man braucht auch kein Benzel hier drumherum. Ja. Okay, also genug geschwätzt, sagt der Schwabe. Jetzt machen wir mal zu, dass wir da auf den Platz kommen. Aber so aus dem Fazit her ist das für mich schon ein Highlight, was Multiplex jetzt auf den Markt gebracht hat, was jeden anspricht. Von, danke. Vom Anfänger, vom ambitionierten Anfänger, vom Fortgeschrittenen bis zum Profi, der noch eine Zweitanlage haben möchte, ist das wirklich, es bedient alles. Und es ist wirklich einfach zu vorkonfektionieren. Man braucht keine großen, aufwendigen Programmierkenntnisse zu haben. Es geht einfach, wie ihr gesehen habt, durch die Voreinstellungen, die da sind im Assistenten. Das finde ich sehr gut gelöst. Das Design finde ich gut gelöst. Die Schalter liegen gut zusammen in der Ergonometrie. Ja. Und damit beende ich mit einem schönen Fazit zu dieser Cockpit SX 9 den heutigen Tage im Studio. Und lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Bis dahin, euer Stefan vom Modellpilot.eu hier zum Testbericht. Ciao.